So, da bin ich wieder. Herzlich willkommen zurück, meine Lieben, zu Let's Play Tomb Raider Quest of Gold. Die letzte Folge höchstwahrscheinlich in diesem Level The Ship Graveyard. Das, oder der Schiffsfriedhof. Und ich lande bald auch auf einem Friedhof. Aber auf keinem Schiffsfriedhof, sondern einem richtigen. Weil ich wahrscheinlich gleich einen Herzkrassbock kriege, weil Lara sich an diesem Seil nicht richtig festhält. Das gibt es nicht. Ich komme nicht dahinter, wie Lara sich da mal festhält, ohne dass sie da rumbackt am Seil. Das ist doch unglaublich. Ich habe jedes Mal dieselben Probleme mit den Seilen. Ob es bei Indiana Jones ist, also Tomb Raider Lara at the Movies Indiana Jones, ob es im Nuclear Hazard ist oder ob es hier ist. Die Seile, die machen mich immer wieder fertig. Wollte ich nur nochmal gesagt haben. Aber ich mache ja auch nichts falsch. Oder mache ich hier was falsch, Leute? Mache ich hier was falsch? Ich glaube nicht. Ja, tolle, tolle Sache, Lara. Ich krieg sie nicht bewegt an dem Seil. Kommt man da vielleicht auch irgendwie von unten dran? Nee. Sowas finde ich halt echt nervig. Aber es muss ja irgendwie gehen. Ich glaube auch, dass das geht. Nur ich krieg's gerade halt irgendwie nicht hin. Mein Gott, das ist immer dasselbe. Ist doch wirklich wahr, oder? Also ich reg mich ja wirklich selten auf, aber sowas nervt mich halt einfach. Tja, da kann man nichts machen. Also ich habe mir gerade wirklich das Lösungsvideo angeschaut. Sie ist einfach oder eher immer noch, keine Ahnung, so, okay, ohne Drehung zwischendrin. Ich zeige es euch jetzt mal. Hat sich so mittig hier hinten hingestellt, vielleicht noch so ein bisschen mittiger. Vielleicht sind wir nicht mittig genug, ich weiß es nicht. Das Spiel ist halt auch echt empfindlich. So, das ist halt nett. Wir probieren es jetzt ganz zentriert. Ganz mittig. Ist das mittig? Nee. Ist das mittig? Nee. Das ist mittig. Wenn das nicht mittig ist, dann weiß ich auch nicht. Mittig zum Seil. So, und dann sah es so aus in dem Video. Genau so. Und dann hing Lara am Seil, da hat sie sich rumgedreht und ist zurückgeschwungen. Kein Problem. Nein, überhaupt kein Problem. Sie schwingt. Sie schwingt. Sie bewegt sich. Oh mein Gott. Wie haben wir das denn jetzt gemacht? Ich glaube, ich bin doch zu dumm für das Spiel. Wir machen das aber jetzt so, wir schwingen gleich hier drüber. Zum Geheimnis. Ich habe nichts im Video gesehen. Nein, ich weiß nicht, dass hier ein Geheimnis ist. Nein, wie kommt ihr da drauf? Ich hoffe nur, dass Lara jetzt am Seil nicht packt. Gut. Das hätte jetzt Ärger gegeben, aber richtig. Hätte ich jetzt TC14 angerufen. Vor allem, weil ich dem seine Nummer auch habe. Natürlich nicht. Was eine Aufregung wegen den Seilen. Unglaublich, oder? Aber ich glaube, ich hoffe, ihr könnt mich da verstehen. Dass ich mich da manchmal ein bisschen aufregen muss. Ist halt wirklich nicht lustig mit den Seilen. Und jetzt haben wir voll abgekürzt, weil normalerweise hätte man jetzt über diese Stangen ganz zurückgemusst auf diese Plattformen und dann nach links über alles durchhangeln, um ans Secret zu kommen. Wir haben jetzt einfach mal volle Kanne abgekürzt. Hauptsache, wir haben das Secret, das sich hier befindet. Tada! Achso, das Geräusch kommt ja erst, wenn man den Schädel aufhebt. Auf jeden Fall können wir die Uzis wieder mal benutzen. Wir haben wieder Munition, obwohl das ist auch nicht viel. Nehmen wir erstmal die Schrotflinte wieder und sparen uns ein bisschen Munition auf. Das heißt tatsächlich, wir haben in diesem Level... Was hat da gerade gebebt? Egal. Wir haben in diesem Level alle Secrets gefunden. Und wir haben schon 2 goldene Artefakte von 4. Auch voll das Erfolgserlebnis. So, jetzt geht es an den Rückweg. Der ist langweilig.
Das kann ich euch gleich sagen. Und die Zeit nutze ich jetzt einfach mal, um mein Herz wieder ein bisschen langsamer schlagen zu lassen. Ich hatte wirklich neulich Herzrasen, das erste Mal in meinem Leben. Das ist nicht schön. Ich will nicht, dass das wegen so einem Seil hier bei Tomb Raider nochmal passiert. Es hat nicht mehr aufgehört. Ich lag einfach nur im Bett, ne? Einfach im Bett. Ich hab mir irgendwas gelesen. Und da auf einmal fängt mein Herz an und schlägt. Ich habe mal gezählt in der Sekunde. Ich habe 2 bis 3 Schläge in der Sekunde, mindestens. Da habe ich gedacht, Alter, was ist mit mir los? Was geht gerade ab, ne? Und gedacht, das kann ja jetzt nicht wahr sein. Hab ich richtig Panik bekommen. Bin ich erstmal aufgestanden und zu meiner Mutter gerannt. Und die hat dann gesagt, so die Luft anhalten, tief. Nee, wie war das? Also Luft anhalten und tief ein- und ausatmen, das schließt sich irgendwie aus. Merke ich gerade. Nee, ich habe so die Luft angehalten. Was habe ich denn gemacht? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Auf jeden Fall ging es dann weg. Deswegen bei sowas immer Mama fragen. Und ich falle hier ständig runter. Jetzt aber. Genau, und ursprünglich war es nämlich geplant, dass man hier rüber zurückkommt und dann hier auf dem Podest landet. Und dann hier rüber zu dem Secret kommt. Was halt auch irgendwie ziemlich offensichtlich ist. Ich glaube, das hätte ich auch ohne die Lösung gefunden. Okay, und jetzt können wir nämlich hier in die Öffnung springen. Okay, habe ich gesagt, ich weiß, Google-Assistent, verpiss dich. Ich habe dich nicht gerufen. Oh Mann. So, und jetzt kommen wir nämlich ins nächste Level. Bin sehr gespannt drauf, welches Level das ist. Ich glaube, das ist dieses Schiff. Das ist so geil. Wenn das das ist, freue ich mich riesig drauf. Sehr geil. Aber warten wir es erstmal ab. Wir müssen sowieso erstmal hier überhaupt Fuß fassen. Am besten, wir machen es mal mit Anlauf. Jo, alles klar. Ich glaube, wir können auch hier seitlich irgendwie dran springen. Nee. Aber das kriegen wir bestimmt hin. Ansonsten gucke ich einfach nochmal ein Video, wie er oder sie es gemacht hat. Ich meine, TR Gamer ist nicht so aussagekräftig, ob das Männlein oder Weiblein ist. Genauso unaussagekräftig wie Höckel. Namen gibt's ja, glaube ich, gar nicht. Oder gibt's das überhaupt? Weiß ich nicht. Also ich habe mir den Namen ausgedacht. Es gibt Högel, das ist, glaube ich, so eine Firma. Machen die nicht Schuhe oder so? Ah, ich glaube, wir müssen gar nicht an die Decke, sondern einfach nur hinten in die Öffnung. Haben wir wieder mal das Unmögliche probiert. Zum Glück haben wir uns nicht dran festgebissen. Und Lara ist tot. Und schon wieder tot. Und das machen wir jetzt so lange, bis sie nicht tot ist. Wie kommt man da jetzt rüber? Oder müssen wir doch über diese... Das ist doch schon eine Hangelstrecke, oder? Nein, ist es nicht. Da kommt einfach nur der Wasserfall raus. Wir müssen wahrscheinlich hier rüber. Können wir hangeln? Ich glaube ja, dass man da rüber muss. Ich probiere jetzt nochmal. Okay. Ich probiere jetzt noch was anderes. Nicht an der Decke hängen zu bleiben. Entschuldigung, ich musste gerade aufstoßen. Sondern hier runter. So, jetzt stehen wir hier drauf. Und können vielleicht von hier unten... nichts tun. Was für ein Käse. Wir müssen das von oben machen. Und zwar muss man doch irgendwie da rumkommen. Das muss irgendwie möglich sein. Wir probieren es jetzt einfach ein paar Mal aus. Oh, das ist aber schon schwierig. Wie alles andere auch in diesem Level. Was es ja aber auch interessant macht, wie gesagt. Sonst wäre es ja langweilig. Langweilig. Aber mir ist das gerade wirklich nicht langweilig.
weil ich hier überall, an jeder Stelle irgendwie Probleme habe. Ich weiß nicht, ob heute irgendwie nicht mein Tag ist. Oder ob ich ungeduldig bin. Oder was auch immer. Ich habe keine Ahnung. Keinen Plan, warum ich... Ich weiß es nicht. Ich google es oder beziehungsweise suche auf YouTube wieder das Video zum 7. Mal. The Ship. Nächstes Level probieren wir komplett ohne Lösung. Mal gucken, ob das klappt. Graveyard. Okay, da ist es. Spulen. Ah, nein, Quatsch, das ist das Falsche. Es muss das Video auch noch rausgesucht werden. Das ist sowas Ätzendes. Hier ist es doch. Ganz am Schluss. Nein, das war zu weit am Schluss. Nein, nicht das nächste abspielen. Aha. So. Nochmal. Ja, jetzt sind wir an der Stelle. Das Video geht noch 30 Sekunden und wir sind gerade mal auf der einen Plattform. Ich sage euch jetzt... Nein, also jetzt in dem Moment, wo wir gerade wo wir stehen, geht das Video noch 30 Sekunden. Also so schwer kann es nicht sein. Okay, er, sie macht eine Fackel an und springt um die Kurve da oben drauf. Tatsächlich, ist richtig. Es ist richtig. Er hat aber eine Fackel angemacht. Oder sie. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, warum ich so auf er eingeschossen bin. Wahrscheinlich, weil eher die Typen so die Zocker sind, was halt auch eher klischee-mäßig ist, weil es auch viele Mädels und Frauen gibt, die zocken. Und vor allem habe ich zwei Lieblings-Let's-Playerinnen gehabt. Sagt ja alles. Ja, also es ist auch möglich. Man sieht es, wir müssen nur ein bisschen weiter so, dass wir nicht so an der Decke hängen bleiben und dann geht das. Ein bisschen vielleicht nochmal nach so. Ja, es ist halt, man muss aufpassen, dass man nicht an dieser Schräge kleben bleibt. Weil dann nachher der Sprung natürlich in der Höhe abgefälscht wird. Boah, das war gut. Das sah ziemlich gut aus. Und ich weiß nicht, warum die Spieler in den Videos das immer beim allerersten Mal schaffen. Das gibt's doch eigentlich gar nicht. Das sind voll die schweren Sprünge. Wahrscheinlich machen die ihr ganzes Leben nichts anderes, als Tomb Raider zu spielen. Weil ich krieg sowas nicht hin. Deswegen bin ich auch nicht der Walkthrough-Typ, weil ich einfach viel zu schlecht dafür bin. Weil das alles viel zu unperfektionell ist. Wenn ich Sprünge 20.000 Mal probieren muss, bis die mal landen oder klappen, das ist nicht so der Sinn eines Walkthroughs, wo man schnell gucken will, wie es weitergeht in einem Level. Deswegen habe ich mich auch fürs Let's Play entschieden. Und weil ich gern das rede und gern kommentiere und so. Und da muss man nicht so perfekt sein. Da kann man auch ein bisschen verkacken und so. Finde ich nicht so schlimm. Ich finde, das muss alles nicht so perfekt sein. Ich kann es halt auch einfach nicht. Aber ich finde es wirklich schon sehr beeindruckend, wenn man so im ersten, mit dem allerersten Sprung das sofort hinkriegt. Finde ich schon sehr beeindruckend und bewundernswert. Aber das ist genau die Stelle, wo diese Person, die das Video gemacht hat, auch stand. Also von hier ist es auf jeden Fall möglich. Oder war es noch ein bisschen weiter so sogar? Ja, ich glaube, das war sogar noch hier ein bisschen weiter. Jawohl! Guckt euch das an. Wir haben es geschafft. Und jetzt müssen wir einfach mit einem Kopfsprung in das Loch springen. Und dann kommen wir ins nächste Level. Hui! So, und jetzt hier abtauchen. Und dann haben wir das erste Martinique-Level erfolgreich gemeistert. Mit allen Secrets. So, jetzt gucken wir mal, wie das nächste Level heißt. Voodoo Magic in Martinique. Boah, das ist so geil. Da freue ich mich richtig drauf. Also hier sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wir können ja schon mal so ein bisschen ins Level reinlinsen. Bevor ich Ciao sage.
Haha. Ja, das ist ziemlich geil. Und das Level, was danach kommt, auch. Es wird jetzt generell ziemlich geil. Und für so für Piratenfans und Voodoo-mäßige Leute. Okay, das ist ein bisschen komisch ausgedrückt, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Oder auch nicht. Wird das, glaube ich, hier ganz interessant, die nächsten Folgen. Ich freue mich drauf und dann sehen wir uns hier in der nächsten Folge wieder. Bis dann, macht's gut, ciao.